Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter. Wir müssen hier die beiden Kreuzungen und die Farm halten. Die Zeit ist zwar quasi bald um, aber ich weiß noch nicht, wie lange das ist. Und es ist irgendwie ein bisschen ein Kuddelmuddel hier irgendwie heute. Wir versuchen hier die Flanke zu halten mit unserem vierten Korb, was gerade auseinandergenommen wird. Zum Teil haben wir hier unsere Linie ein bisschen breit gezogen, breiter, um hier die Kreuzung einzunehmen. Und jetzt versuchen wir von dort die nächste Kreuzung einzunehmen, wo wir auch hier schon herben Rückschlag hatten, weil wir einfach zu früh angegriffen haben. Wir hätten warten müssen. Aber na gut. Jetzt sind wir dabei. Ah, komm mal in den Wald, weil da bist du sonst tot. Die müssen auch gleich laufen, verdammt. So. Weiter. Weiter. So. Weiter. Ein paar Einheiten lasse ich zurück, genau deswegen. Weil da sind nämlich welche schon wieder. Zieh weiter zurück. Du komm mal weiter hin. So, jetzt haben wir da nämlich das nächste Thema. Ich versuche hier mit Sandwich zu machen mit denen. So, Kanonen sind noch nicht daheim. Mal gucken, ob Jackson seine Kanonen allein lässt. Vielleicht gehen sie gleich wieder zurück. Ja, wir gehen zurück. Da sind Einheiten. Wir warten. Wir warten. So, der Sandwich. Einmal Sandwich, vor allem sind auch Nahkämpfer. Mal gucken. Wie viel habt ihr jetzt gekillt? 23? Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr killen. Aber von der Seite. Weiter. 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 Von nichts kommt nichts. Weiter. Jetzt brauche ich die Leute, die von dort angreifen. Oder hier nochmal von der Seite. Die sind schon ein bisschen zu klump geschossen. Nee, die brauche ich hier. Die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich. Euch nehme ich jetzt mal weg. Wir müssen den Angriff unterstützen. Da sind doch noch Truppen da hinten. Na, hier hinten ist auch noch was. Ah, sind die. Das Sandwich hat auch nicht so ganz geklappt. Nachziehen. Bleibt mal hier. Gut, dass wir hier vereinzelt Einheiten lassen. Ja, die kommen langsam vorbei. Die sind schon in der zweiten Linie. Und Pause. Das heißt, wenn die nämlich an der Linie schon sind, dann gibt die Gefahr, dass sie hier von der Seite kommen und dann haben wir da eh schon verloren. Das heißt, diese Linie kann jetzt hier fortgeführt werden. Und das machen wir auch. Alles mal laufen. So. Fluss übersetzen, Fluss über, rüber, rüber, rüber. Ihr beide bleibt hier. Wer weiß, was noch kommt. Und ihr weiter. Und da habe ich Scheiße gemacht. Ich habe vergessen, ich habe die gerade nicht gesehen. Das war gerade mein Problem.
Nicht gut. Gar nicht gut, was da gerade gemacht wurde. Gar nicht gut von mir. Ja. Kanonen, kommt mal ein paar Meter weiter nach vorne. Schitte, schitte, schitte. Ja, kommt hier noch ein bisschen ran. Ui. Du musst jetzt mal verjagen hier mit so viel Mann. Fantastisch. Puh. Ah, die laufen. Muss nur der Rest laufen, ihr verdammte Scheiße. Ah, die kommt von hinten. Haben die noch Einheiten, die ich da... Ne, hier ist nichts mehr. Blume höchstens. Eine Blume, die ich da hinpacken kann. Beenden? Wow, 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 wow. Wird nichts beendet. Ich habe nicht gewonnen und nicht verloren. Ich beende hier einen Scheiß. Deine Mama beende ich hier, verdammt. Ah, da gibt es einen Gegenangriff. Das ist natürlich unschön. Ich will die Kreuzung dann noch haben, verdammt. Halt. Schieß die Schweine doch zusammen, Mensch. Ah, die kriegen eine Unterstützung. Unsere Reserven sind endlich eingetroffen. Warum soll ich denn beenden, wenn meine Reserven eingetroffen sind? Ah, der rutscht durch hier. Ich glaube, dich packe ich mal dahin. Ihr geht in diesen Wald, falls von da was kommt. Und alle Kanonen, Feuer auf die große Einheit da. So, ihr könnt euer Spaß haben. Und da kommt Nachzügler. So. Seite. Brauchen da ein bisschen Unterstützung. Gut. Seid ihr dran? Ist noch dran? Komm mal näher ran. Komm du auch mal näher ran. Ich geb nicht auf. Ich geb nicht auf. Truppen. Ihr verlängert mal bitte hier unten. Ich
So, ihr müsst mal ein bisschen rankommen. Und ihr verlängert von der Seite. Verdammt, das ist scheiße. So, was sieht von euch aus? Müsst ihr mal hinkriegen, verdammt. So, jetzt haben wir da eine Einheit, die wir in die Flucht schlagen müssen. Du hast genug gemacht, kannst dich zurückziehen. Ach, ja, jetzt kommen die alle. Alle Mann in den Kampf! In den Kampf! Ah, die laufen auch schon. Laufen. Laufen. Sieg, also hier steht Sieg, wenn wir das haben. Wenn wir da die Punkte erfüllt haben, glaube ich, alle, ne? Alle Punkte müssen erfüllt sein. Ich höre jetzt nicht auf. Naja, haben wir nämlich nicht alle gewonnen, dann habe ich nämlich keinen Bock drauf. Union hat Turnpike gesichert. Ist noch 20 Sekunden. Na, ja, braucht nicht weiterlaufen. Geflankt. Holt ihn euch, holt ihn euch. Und du mal da zurück. Eieieiei, jetzt haben sie da. Genau, komm mal zurück. Alles gut, alles gut. Zieht euch zurück. Wir warten auf eine vorgeschobene Linie, alles gut. So, 10 Sekunden lang umkämpft. Bisschen näher kommen, bisschen näher. Die sollen die Kugeln spüren. Die wollen Kugeln haben. Sollen sie die kriegen? Heute ein Sonderangebot. Sechs Sekunden noch. Ich muss echt sagen, diese Schlacht ist echt ein Kuddelmuddel. Ja, geht in den Nahkampf. Tötet sie. Tötet sie. 3 Sekunden noch. Auch du, zieh dich zurück, mein Freund. Gib Gas. Ah, jetzt ist ziemlich eine Falle. So. So, jetzt beende ich. Der nächste Tag. Fuck you. Fuck you. Ach du Scheiße, ich dachte, ich hätte das jetzt alles. Oh nein. Oh shit. Ich dachte, das wär's jetzt. Oh Mann. Scheiße. Schlacht bei Changelorville. 3. Mai 1863. Gestern war der unerwartete Angriff durch Stonewall Jackson eine hässliche Überraschung. Er gewinnt auf unserer Rechten am Boden. Wir mussten unsere Truppen verlegen, um unser Lager zu verteidigen. Wenn wir es verlieren, wird der Feldzug vorüber sein. Obwohl die Sonne gerade erst aufgegangen ist, scheinen die Konföderierten einen weiteren Angriff vorzubereiten. Stonewall Jacksons Korps rückt von Westen und links gleichzeitig
Elise gleichzeitig von Südosten vor. Halten Sie die Stellung. Hätte ich das gewusst, ey. Hätte ich jetzt die 2000 Mann, die ich gerade jetzt noch da gezwungenermaßen verloren habe, noch gehalten. Oder verschont. Wir müssen uns wir stehen unter massivem Druck. Die Konföderierten stürmen unser Lager bei Changelorsville. Und wir müssen es nun um jeden Preis verteidigen. Nur die Farm oder auch die, warum haben wir diese scheiß Zäune? Vergiss die Kackzäune. Stormville Jacksons Korps stellt eine größte Bedrohung dar. Ja, das habe ich schon gesehen. Darum habe ich ja hier schon gut verteidigt. Unser viertes Korps ist wahrscheinlich schon in Luft aufgelöst. Seine Truppen werden bald aus den Wäldern stürmen und uns angreifen. Ja, warum haben wir die Wälder aufgegeben? Diese hügelige Holz ist eine entscheidende Verteidigungsstellung. Wenn wir die Rebellen hier Geschütze aufstellen, können sie direkt über die Flanke feuern. Ja, warte mal. Wir müssen da, wenn die Rebellen hier Geschütze aufstellen. Na, so müssen wir halten. Falls Reserven verfügbar sind, achso, waren unsere Reserven noch nicht da? Ich dachte, unsere Reserven waren schon da. Na gut, kommen sie von da. Ein beträchtlicher Teil unserer Armee schützt unsere linke Flanke und wird sich nicht an der Verteidigung beteiligen. Aha. Okay. Das Schicksal unserer Expedition wird sich bald entscheiden. Viel Glück, General. Ja, warte. Ich habe jetzt die ganze Zeit um diese scheiß Kreuzung gekämpft und jetzt sind sie Geschichte, oder was? Ah, ärgert mich sowas. Hätte ich das gewusst, hätte man diese beiden Kreuzungen gar nicht halten müssen, oder was? Wenn es jetzt eher auf die Farm hinausläuft. Fuck, ey. Das nenne ich, das ist Mist. Das heißt, jetzt kommt von den Kreuzungen, weil wir die ja aufgegeben haben. Da ist ja nur noch die hier, ne? Das war ja die Kreuzung, glaube ich. Und hier hinten war eine. Also von dort kommen jetzt Feinde, definitiv. Diesen Punkt müssen wir halten. Das heißt, ja. Vielleicht hier mal einen rein. Mal einen Tuck nach vorne. Joa, Kavallerie. Der schreit schon nach Munition, aber Munitionswagen ist ja da. Ich weiß nicht, von wo die Feinde kommen. Lass nochmal einen Tuck reingehen. So, ich hasse Kanonen, die so stehen. Stell dich mal ein bisschen dahin. So. Diesen Wald, der ist schön. Wieso sollen wir warten? Wieso sollen wir denen den Wald überlassen? Das sehe ich noch gar nicht so ein. Also hier können wir Folgendes machen. Warte. Also ich bin hier mit dem Wald noch nicht zufrieden. Das ist mein Wald. Das sollen sie eh nicht bekommen. Hier ist eine Kanone. Kanone würde ich aber doch eher ein bisschen hier hinziehen, in die Mitte. Und diese Einheiten gehen wir in den Wald rein. Bisschen Nachhut. Diese Einheiten gehen wir hier in den Wald rein. Laufen. So. Wir können doch diesen Wald dieses Waldstück einnehmen. Hier ist ein Fluss. Lässt sich doch super verteidigen, oder nicht? Sehe ich das falsch? Der Fluss hält die auf. Kriegen sie schön einen auf die Nase. Ideal. Das freut doch jeden Menschen. Kanone, ziehe ich auch da eine mal rein. So, was haben wir hier hinten? Die Leute, die sich angeblich nicht an der Verteidigung beteiligen, oder was? Wenn ihr keine Kanonen habt, dann braucht ihr auch keine Munitionswagen.
Noch eine Kanone. Braucht keine Kanone, die ziehe ich da hin. Grant, ja, hier. Kannst du mit deinen Leuten. So. Was ist mit dir? Geh mal in den Wald rein. Ich weiß noch nicht, von wo was kommt. Also ich bin hier gerade auch noch ein bisschen. Außerdem hat mich hier gerade die Schlacht so gerade. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Also hier kommt auf jeden Fall Stonewall. Der, von denen habe ich gerade richtig Angst. Lee müssten wir eigentlich gut geschwächt haben. Der kann nicht mehr so viele Leute haben. Das glaube ich nicht. Der kann nicht so viele Leute haben. Das glaube ich einfach nicht so. Ich will es einfach nicht glauben. Ich finde, die Wälder sind wichtig. Die Wälder sind wichtig. So, ich packe dich da mal rein. Heinrich geht mal mit. Die Truppe braucht Motivation. Klein, bleib erstmal da, wo du bist. Und den restlichen muss ich gucken. Stonewall Jackson greift an. Stonewall Jackson ist aber hier. So, das ist perfekt. Halt. Ah, das ist schon mein Wald. Das ist mein Wald. Los. Verdammt, das ist mein Wald. Ich hab gesagt, das ist mein Wald. Pisst euch aus meinem Wald. Wie viel Deckung habt ihr hier? 48. Ah. Knall sie weg da. Männer, wo bleibt ihr? Komm. Kitchen, komm. Weiter. Ich brauche Truppen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Truppen. Kommt mal hier ran da. Und Pause. Da unten kommt da schon die nächste Gewaltwelle. Ach du Scheiße. Hier kommen sie echt gut. Fuck. Das ist doch ein bisschen fuckiger, als ich dachte, hier die Ecke. Jetzt ist der nämlich alleine. Und das wird er wahrscheinlich nicht lange überleben. Überleben, meine ich. Kriegen wir, haben wir noch Truppen. Zur Unterstützung. Vielleicht, dass wir diesen Wald da auch halten können. Kanone, komm auch ran. Wir müssen diesen Wald haben. Wenn wir diesen Wald haben, dann haben wir Stonewall eigentlich gut. Dann können wir auch eine gute Position, finde ich. Wir brauchen diesen Wald. Dieser Wald ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Wald. Wir brauchen diesen Wald. So. Los, Jungs. Warum läuft ihr so langsam? Fieber gerade selber mit, irgendwie. Komm in den Wald rein, in den Wald. Weil sonst flankiert ihr die um. Das ist scheiße, ist das. Komm her, wir brauchen dich da. Los, lauf, Junge. Alter, was hat denn Stonewall da alles an Leuten, Mensch? Der läuft gleich. Los, knall die da weg. So, ihr drei. Kommt da nicht. Ah, kommt her da. Ah, da kommt Stuart oder was? Warte mal. Halt, da kommt ein Stuart. Scheiße. Warte mal, Pause, 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 Pause. Pause, 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 Pause. Wir brauchen hier Iron Brigade. Hier hinlaufen. Du bist außer Kontrolle schon geraten. Komm auch mal hier hinten hin. Dass wir hier eine Linie bilden, dass wir die Leute mitmachen lassen.
Das ist die Idee. Da habe ich auch keinen mehr. Dabei, 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 dabei. Klein muss jetzt doch mal hier rein. Ah, oh, da kommt auch schon einer. Verdammte Krütze. Die sind im Kampf. Und die machen jetzt auch mit. Das ist gut. Komm mal in den Wald rein. Sherman, hol mal den Terrell. So, Stuart ist, glaube ich, weggelaufen. Wenn ich das richtig sehe. Hier nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. So, wir formieren uns um. Halt. Stopp, 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 stopp. Zurück. Komm in meinen Wald. Komm in meinen Wald. Oh, von hinten. Klein. Hier, Grimes. Na hinten. Und das wird angegriffen. Hier, rein damit, Kanonen, Feuer. Scheiße, jetzt war doch eine Fehlentscheidung. Nein, Männer, macht hier eine Linie. Klein, los, komm, Klein. Charge in den Nahkampf, der braucht Unterstützung. Scheißen Dreck hier, scheißen Dreck. Komm weiter in den Wald rein. Nee, Munitionswagen, bleib mal da. So, und ich muss wieder auf Pause machen, weil hier unten ist wieder auch Action. So, komm mal hierher. Dass alle hier ein bisschen Spaß haben. Ah, die werden mich auch schon rausgeschoben. Noch ein bisschen in diese Richtung. Die wegkriegen. So, wenn da nämlich schon. Ich bin mal mutig. Franklin, hol den Munitionswagen. So, halt. Und Grimes. Komm ein bisschen rein. Oder gar nicht. Bleib da, wo du bist. Schieß auf die. Klein, komm ein bisschen weiter hier. Grimes, komm hier rein. Und du komm von der Seite. Kanönchen mit Hühnchen. Feuer auf den da, der muss laufen. Oh, 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 zurück, Wallace, schieß den kaputt, scheiße, ich hab das Pferd nicht überwacht, jetzt mache ich hier einen Fehler und verliere meinen Hügel dadurch, verdammte Axt, gut, der läuft, das war auch Glück, ey, hier gleich auf den nächsten, scheiße, Franklin. Da dran da. Kanone, ihr dürft immer noch schießen, ne? Oh, der ist gefangen. Ab ins Lager, bevor er wieder frei wird. Oder dahin. Los! Attacke! Dann werden die auch nochmal gefangen. Halt! Ihre Mitte bricht zusammen.
Die Einheit hat sich aufgelöst. Wo ist sie dir? Die laufen. Fantastisch. Jetzt haben wir nur hier noch ein bisschen Scheiße. Aber die Scheiße kratzen wir auch noch ab. Mal ein bisschen zur Seite. Jetzt mal Wallace ein bisschen vor. Und dann schießen wir die auch noch sonst wohin. Ich glaube, der Wald war die beste Idee ever, die ich hier diese ganze Schlacht hatte. So. Nee, bleib mal hier locker im Wald. Wer weiß, was noch kommt. So. Bisschen in den Wald zurück. Oh, wir sind motiviert. Motivierte Leute mag ich nicht. Jetzt haben wir nur noch das Stonewall-Problem hier. Oh, wir müssen von oben mehr Druck aufbauen. Das heißt, die Kanonen müssen weg da. Und unsere Kanonen müssen weiter Spaß haben. So. Weiter gegen Stonewall vorrücken. Also Lee hat man letztes Mal wahrscheinlich schon gut genug mitgegeben. Der hat auch keine große Lust mehr. Die Einheiten haben wir da gut minimiert. Das war mit den Kreuzungen dann doch nicht so verkehrt, wie ich es befürchtet habe. Aber hier dauert es einfach noch. Da haben wir auch noch Power gegen. Die Kanonen ziehen wir mal danach. So. Wir ziehen uns da mal ein bisschen weiter. Und weiter. So, wir greifen wieder an, das heißt Attacke, wir stoßen mal raus und bringen die gleich wieder zurück, dass sie keinen Bock mehr haben auf Angriff. Die sollen einfach den Hügel halten. Kanone schiebe ich mal ein bisschen zurück. So, hier machen wir einen Laden zu. Du bist mein verlängerter Arm, du kommst mal hier hinten hin. Und die Kanonen sind dann alle in Reichweite. Hier schön deine Mitte. Dolz hat aufgegeben. Wer ist Dolz? Kenne ich den? Habe ich den? Wer ist das? Hier ist einer. Komm zurück. Na los, komm. Jetzt bist du gleich wieder weg. So, der nächste, der läuft. Den fangen wir dann hier ein bisschen ab. Und weiter. Weiter, weiter. Eieiei, was ist denn da hinten los? Grimes kommt aber. Nee, bleibt doch mal ein bisschen drin. Du spielst den verlängerten Arm. So, die greifen wir bestimmt nochmal an und die haben so ein bisschen die Lust verloren. Ich mache hier eine vorgezogene Linie. So, du kommst mal dahin. Ich glaube nicht, dass da noch mal groß was kommt, aber hier geht's noch ab. Hier geht's echt noch ab. Hier ist noch alles offen.
Jetzt haben die, jetzt hat O'Neill den Vor... oh, du sollst doch nicht... Oh, Grinder! Was machst du denn da? Du sollst doch nicht in den Nahkampf gehen. Ihr sollt schießen Spaß haben. So mag ich das nicht. Ja, volle Kanone rein, ne? So, halt. Ich sag mal, Kanone nachrücken, Kanone nachrücken, Munition nachrücken. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Den verlängerten Arm verlieren wir nämlich hier gerade. Hier, ich zieh die jetzt mal ab. Ich bin mal mutig. Hierher. So, und ihr beide kommt dahin. Das sollte reichen für das, was Lee noch hat. Sherman, wir brauchen hier dringend Motivation rein mit dir. So, das sind tausende Gefangene. Mehr kriegen wir eh nicht. Ich glaube, der Hauptspaß wird jetzt da sein. Das heißt... auch hier ziehen wir nochmal zwei Gruppen ab, die ich ins Zentrum schicke. Ah, die Kanonen laufen. Jetzt macht mir nur O'Neill noch Angst. Wenn wir O'Neill weg haben... Aber wo ist denn Stonewall? Ich dachte, er kommt hier auch noch. Hier, wir brauchen da unten. Der Wickham wird geflankt. Genau. Voller Motivation. Holt sie euch da, die Schweine. Holt sie euch. Tötet sie, tötet sie. Nicht Nahkampf gehen, aber... Wickham, Wickham! Da, guckt, was da kommt! Verdammte Axt! So, der läuft. Kommt weiter von hinten. So, weiter hinten. McLean? Wer ist der McLean? Ah, McLean, mein viertes Korb! Reserve! Jetzt geht's los, ihr kleinen Kommunisten. Ah, hier sind ja keine Kommunisten, sind Konföderierte. Egal! Auch die müssen sterben. So. Frische, gereinigte Kanonen. So. Formationen. Erhalten. Komm mal hier runter. Oh, da kommt noch wer. Das ist aber nur eine kleine Einheit. Das sollten sie hinkriegen. Wir gehen da mal so ein bisschen versetzt daran. So. Jetzt haben wir hier die Kanonen quasi umzingelt. Hierher, da gibt es gleich eine Lücke. Da war der Stuart. Und du kannst hier auch hinten rum. Und ein Stück ran, McLean. Hier sind auch Einheiten. Halt. Und das passt ja. Ich ziehe nochmal hier 2, 3 runter. Colonel Randall Klein wurde verwundet. Colonel Ernest White wurde getötet. Das ist wieder scheiße. Dann brauche ich wieder Offiziere. Hier ran.
Wir müssen hier ein bisschen versetzen. Zurück, du hast Feierabend. Es wird ein teurer Sieg, glaube ich. Es wird ein teurer Sieg. Halt und Feuer, McDonald. Mit Doville. Liz hat Feierabend. Hier, Leonard, komm ran. Und halt. Halt und Feuer. Hier könnt ihr hier rumkommen. Und erstmal da zur Seite. Die Kanonen können gleich weiterziehen. Ey, die waren noch nicht mal bei der Farm. Die sind noch nicht mal zur Farm gekommen. Dafür habe ich einen teuren... das hat mir echt Männer gekostet, glaube ich. Dass ich rausgekommen bin. Aber ich fand, so konnte ich besser verteidigen. Wir beenden. Wir könnten die dann noch, die Einheiten, die da sind, noch vernichten, aber dann würde ich bestimmt auch nochmal 2000 Mann verlieren. Das lassen wir so. Ich schätze mal wieder, ich habe, das war teuer, ich würde sagen, 15.000 Mann haben wir verloren und 1000 Mann nehmen wir durch Gefangenen wieder ein. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt generell für die Schlacht, ich glaube, es wird ein Minusgeschäft. So 4000 Minus machen wir bestimmt. Es geht weiter. Nein. Alter. Ihr wollt mich verarschen. Alter, ich kann mich nicht dran erinnern, dass das so eine Mega-Schlacht war. Ey, meine Einheiten sind zum Teil zerrieben. Scheiße. Hilft dir nix. Ich muss ja, ich mache hier einen Break. Sorry, ich dachte echt, ich wusste echt nicht mehr. Alter, wir haben jetzt nur 98.000 Mann. Oh Gott, ich glaube, die Zahlen gehen noch höher. Wir werden bestimmt 20.000 Mann Verluste haben. Scheiße. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich muss mal langsam den Whisky rausholen. Bei den hohen Zahlen. Der Toten. Ja, hinterlasst mir noch mal gerne ein Like, einen Kommentar. Ich glaube, bei den hohen Verlusten hätte ich auch mal ein Abo verdient. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.